So, nun Erlebnis 2 aus Hölle 1. Ich hatte da einen Kerl kennengelernt, der war da, was weiß ich, bin 17. August gekommen, der ist ein paar Tage später gekommen, war ein Vollalk. Zu dem Zeitpunkt mein Kumpel Sven Pepke. Und Sven lag auch in einem dieser schönen Zimmer da, wissen Sie, 15 Quadratmeter, vier Leute liegen da. Und da wird halt alle Zeug zusammengemischt, was es so gibt. Sven hatte zu diesem Zeitpunkt das Glück, mit Anton, einem Rumänen, naja, der, weil es in Rumänien halt nicht so gut läuft, halt nach hier gekommen ist und versucht hatte, hier irgendwie schon Arbeit zu finden, hat er dann irgendwie über Live und so gefunden und durfte dann für Remondis irgendwo die Straßen reinigen. War irgendwie wohl nicht so ganz so schön für ihn, deswegen war er ziemlich viel am Trinken und naja, nur mit Männern war eigentlich ständig notgeil. Sven war halt immer, ich war so ein Pegelsäufer, mindestens 3-0 im Turm, lag dann da nachts und war am Pennen und wurde dann eines Nachts von Anton geweckt, der ihm seinen irrigierten Schwanz ins Gesicht hielt und sagte, lütschen, 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 und Sven, ey, kannst du ihn mal verbissen? Und Anton wieder, drückte ihm den Schwanz nochmal wieder ein bisschen ins Gesicht da, Sven lag halt so auf dem Bett und sagte, lütschen, lütschen, und Sven dann, nein, aber Sven ein bisschen hilflos oder so, aber gut, danach im dritten Mal hat dann, Anton eingesehen, er kriegte den Schwanz nicht gelutscht und hat sich dann zurückgezogen. So, für Sven war das kein schönes Erlebnis und er berichtete mir das dann am nächsten Tag, so dass wir beschlossen, dass das ein Erlebnis war, was man der Sozialarbeiterin, die von der Stadt da sich unten in den Glasbunkern 3 Etagen tiefer aufhielt, zu erzählen. Okay, dann hatten wir das Gespräch und ich habe dann zu Sven gesagt, okay, ich komme mit, aber ich halte die Schnauze. Gut, dann hat Sven da unten sein Erlebnis erzählt und dann fragte die Sozialarbeiterin den Sven, und hat er dann darauf bestanden, dass du ihm einlutschen musstest? Und Sven, betrunken, sagte, nee, er hat dann irgendwann zurückgezogen. Dann sagt die Sozialarbeiterin, ja, da ist ja alles gut, dann können wir die Zimmerkonstellation ja so lassen. Sven hat nichts gesagt und wir sind dann da verduftet. Und Sven durfte dann weiter mit diesem netten Kollegen, der eigentlich gerne seinen Schwanz gelutscht haben wollte, weiter da verbringen, aber hat dann auch Schwein gehabt. Er hat nie wieder den Schwanz von Anton ins Gesicht gekriegt. Erlebnis 2 aus Hölle 1. Das, was für Dieter Salomon und dann eben an seine Wähler gerichtet, die Oase ist. Wunderbar. Hölle 2. Hölle 1. Erlebnis 2.